Schneller. So, ich bin auch gleich Ja. voll. Ich Piep, kämpfe piep, mich hier piep. durch, ich sag's dir. Ich passe noch rein in den Ladung. So, jetzt ist er voll. Ich noch nicht. Abladen können wir der Kannst Scheuninger. einfach in die Strohscheune fahren. Da wird's verkauft. Wir können es ja auch nur da verkaufen oder in der Silage irgendwas dran machen. Wie war das mit dem Ausgeben? Ich. Mal schauen, was wir kriegen. Ob sich das auszahlt oder nicht. Es waren 2000. Aber ich glaube, mehr Sprit verbraucht als alles zusammen wert war. Ist ja auch nur ein zusätzliches Gewinn-Dings. Naja, ich glaube, mit Ballen hätten wir mehr, oder? Ja. So groß ist das Feld Ist aber gar auch nicht. mehr Aufwand. Ja, und die Maschinen sind teurer. Die Maschine ist gemietet. Nee, du kriegst jetzt nichts Neues. Weder gemietet noch gekauft. Es werden erstmal hier mindestens 64.000 zurückgezahlt. Holy shit, woher denn? Das war ich Force machen. Ja, aber ordentlich. Da wäre der Wagen halt cool. Wer Wagen? Und der Forst wegen. Oder den, wo du halt alles Mögliche damit, der Multifunktionswagen, der grüne. Warum wäre da cool dafür? Nur weil man ja einfach hinten dann die Holzstämme mal ganz normal drauf krachen kann. Ja, wir haben ja wohl einen Holzwagen. Rechts und links keine Streben sind. Ja, du brauchst ja nicht schreiben, damit das Holz umhaltet. Ha, Fixiergurte reicht auch. Ah ja. Sicher doch. Du hast sie nicht mehr alle. Hab ich auch nicht. Schau mal, was ich hier für Mehr. Scheiße Was wir werden das jetzt aushaben. zusammenfahre. Schau mal, jetzt hab ich da drüben was hingekriegt. Achso, ich bin voll. Scheiße, da ist Stroh. Mann. Nein, meine Güte, immer. Einmal mit Immer diese Profis. Ja, Praktikanten. einmal mit Profis, Junge, einmal. Einmal mit Profis, aber. Das war zu weit rechts. So wunderschön hier drüber gefahren. Das ging nicht. Jetzt kommst du mir aus, ich nehme Das mit hat sich ausgezahlt. 1080p auf. Das geht ja gar nicht. Muss also erstmal Kaffeepause. Kann ich eigentlich aussteigen? Macht der weiter? Normal, ja. Geil. Und sich das an, kurz hier Inspektion. Aha, wir sollen uns da nicht hinstellen. Ist lebensgefährlich. Von sollen wir uns auch nicht reinstellen. Warum denn? Können den Schlepper reparieren. Kostet nur 9000, haben wir nicht. Warum? Wenn wir nur 5000 haben. Willst du ihn verkaufen oder was? Nee, aber reparieren, das sind auch weniger Betriebskosten. Dann. Aber wir haben zu wenig Geld dafür. Weil ich weiß, wie wir schnell Geld machen, aber. Könnten einfach mal mit dem BGA anfangen. Ja, was brauchen wir dafür? Ein Häcksler. Und Mais müssen wir sehen. Das heißt, eine Wir andere bräuchten halt Sämaschine. Maisgebiss. Und Maisgebiss. Nee, Häcksler brauchen wir dafür, nicht Maisgebiss.
Nur das ist halt ein teurer Spaß dann. Nur einmal investiert, kommt halt viel raus. Naja, aber das, also, ich sag mal so, investieren werden wir da nicht reden, wenn, dann können wir nur leihen. Ja. Weil ich glaube, so ein Häcksler werden wir uns nicht da kaufen. Wo sind wir denn, der Häcksler? Da kostet der kleinst. Naja, okay, wir könnten eben den Häcksler nicht. Das dauert ja ewig mit den Häckseln. Ja. Ja, der kleinste kostet 220. Wenn wir mieten, kostet der 24.000. Kostet der. Das Maisgebiss dazu kostet. Das kleinste 27.000. Das heißt, das wären 225.000, der Häcksler. Ich schreib's mal auf. Und dann brauchen wir noch eine Sämaschine, eine passende, natürlich. Mit der wir Mais setzen können. Das wäre dann. Ist das Mais? Nee. Wie schaut ein Körnermais aus? Das ist Kartoffeln. Ah, da, das Mais ist Körnermais. Ja, habe ich schon. Da. Das wäre dann die ungefähr. Puh. Ja, oder wenn man die kleinere nehmen da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die hat eine Arbeitsbreite von. Steht da gerade. Doch, 4,50 Meter. Wir bräuchten halt einen Grober. Einen Grober brauchen wir, oder? Wir haben keinen Grober. Kann unsere aktuelle das nicht? Nein, die kann alles. Brechert. Tja. Das ist halt, Ja, die kleinste wäre halt um 13.000. Wo ist eigentlich die BGA? Gute Frage, mal gucken auf der Karte. Klingt erstmal alles blau, wegen einer guten Nachfrage nach allem. Biomass Blend da oben, bei der Kuh da. Also zwischen 7 und 8 die Gebäude. Also links, ja. 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 Steht da, ja. Bodenbeschaffenheit, Feld, da ist nichts drauf auf dem Feld. Das heißt, das könnte man bestücken. Oder ist der Gerste drauf? Was meinst du, Feld 7? Ja. Schaut Gerste aus, gell? Mit Körnermais ist orange. Orange haben wir 18 mehr. Körnermais. Ja, wenn wir es kaufen, kriegen wir das dann, was drauf ist. Mal kaufen kriegen wir das, was drauf ist, ja. Ja, wie viel kostet das Feld? Das ist natürlich eine andere Frage. Ich kann ja mal. Du kannst ja mal mit dem Firmenwagen hinfahren. Ja. Damit wir ja mal irgendwie langsam ein bisschen Überblick kriegen. So, wir wollten Feld 7. 7, das heißt, wir können eigentlich hier hinten über Feldweg fahren. Ne, nicht 7, oder? 18 haben wir keine Mais. Oder wollt ihr das 7 nehmen? Das 7, was halt da ist. Ja, das wäre egal, dann könnten wir hier auch keine Mais ansetzen. Ich dachte vielleicht 18. Weil dann hätten wir schon Körnermais drauf, dann könnten wir das schon ernten. Das ist halt sehr klein, der 18. Ja, deswegen würde ich mir das mal angucken gehen. Ich schreib's einfach mal alles auf. Die Frage ist, wie viel Geld kriegen wir als Kredit? Naja, okay, hey, es ist. Erdkräfte. Was? Wie viel Geld kriegt man in LS17 als Kredit? Und? Keine Ahnung. Ja, ich dachte, na, eine Zahl.
Für dein Feld oder? Ja, warte mal. Einfach eins. Ja, Feld kaufen. Im Mehrspielmodus sind keine Missionen verfügbar. Kostet 57.000. Das kleine. Was Das Clean. kosten dann die sieben? Warten wir mal hinfahren. Mann, wir spekulieren hier mit großen Zahlen, ja, das darf ich vergessen. Aber Ja, große Zahlen, eigentlich ist alles recht klein. Weißt, was wir hier gerade alles ernten, das bringt uns auch schon wieder 10.000 mindestens. ja, das schon, aber wir müssen ja erstmal die alten Schulden begleichen, irgendwie. Ja, die 64, insgesamt die 125 sozusagen Ich glaube, und 500.000 kriegt man als Kredit. also 500.000, eine halbe Mille. Ich glaube, ja. Was sind eigentlich bei der BGA? Kann man da überhaupt rein? War da Guck. noch nie. Gucken wir uns die Sachen mal an. Also von denen her würde es klappen, die BGA geht. Also die muss man nicht irgendwie freischalten oder so. Weil es ja Standard-Map, das ist ja gut. Uiuiui, ich mach das Firmenauto kaputt. Bin mal gespannt, was Feld 7 kostet. So. Feld 7 kostet 117.000. Und da ist Weizen drauf. Und die 8? Die 8 ist dann gegenüber, gell? Ja, Also, also die weiter in 8. Straße folgen. Also ist nichts kleiner. Ja, einfach nur so, dass man mal ein paar Werte hat. Oha. 117.000. Das 8. wird circa gleich, da haben wir das unten. Schaut dir mal um die 50.000. Ja, und das war schon 57.000. Ich sag jetzt so um die 75. Nee, um die 60, schätze ich mal. 75. 70. Gott, ist denn die am Preise? Und die 5? Das ist dann Das ganz große. alles gleich hier um die Ecke. Das größte Feld. Das größte Feld. Das möchte ich wahrscheinlich gar nicht wissen, was das kostet. Ja, wenn du gerade dabei bist. Dadurch. Was denn da drauf? Ob Sonnenblumen oder was? Nee. Hab's. Keine Ahnung. Also mindestens eine Dreiviertelmillion. 970. Und doch sogar fast eine ganze. Holy Also, das shit. kaufen wir uns jetzt. Kredit kriegen wir zwar nicht, aber wie wär's? Du und ich gemeinsam auf dem Feld. Es ist schwierig, schwierig, schwierig. Durchaus. Simpel ist das nicht. Man, in der Forstwirtschaft könnte man noch relativ viel Geld machen. Ist aber viel Arbeit, das rum, das Gesteuere. Vor allem Ja, hin. klar. Wenn ich meinen Forstzettel hätte, dann geht's ja, aber den habe ich jetzt nicht aufgebaut. Ups. Deswegen ist das blöd. Kann ich ja dafür eine nächste Aufnahmesession mit aufbauen, dann können wir ein bisschen Forstwirtschaft machen in der nächsten Aufnahmesession. Aufbauen, wir müssen aufbauen. Ja, anschließen und auf dem Zettel drauf tun. Der liegt ja noch irgendwo im Kasten drin. Ist ja noch nicht ausgepackt. Von Siedeln. Hä, für was? Was? Hast du deine Forststeuerung? Ja. Ah, was willst du von mir?
Ja.